Cookies vom Keksexperten Nummer 1, dem Krümelmonster. Wie lustig ist das denn? Cookies mit Schokostückchen. Ihr wisst, ich liebe Kekse. Ja, Keksi, dich liebe ich auch. Und damit herzlich willkommen zu meinem Snacktest für euch. Und klar, ich liebe die Sesamstraße. Das ist Kindheit pur für mich und ich liebe das Krümelmonster. Ich meine, wer nicht, oder? Das Packungsdesign hat mich einfach angefixt. Danke auch an Holger fürs Aufspüren, denn die gibt's bei DM für 2,45, 125 Gramm sind drin. Okay, das sind wirklich recht kleine Cookies. Zielgruppe eindeutig Kinder. Und der Snacktest. Viele Zutaten davon sind Bio. Kekse sind ja mit Schokostückchen. Die Kekse selbst dann aus Dinkelweizen-Vollkornmehl. Insgesamt mit weniger als 20% Zucker. Rohrzucker übrigens. Und innen verbirgt sich nichts. Okay, ist erwartungsgemäß. Man sieht ein paar Schoko-Chunks. Aber die Kekse, die bröseln schon mega. Oh, Krümel und Kekse. Aber jetzt wird's Zeit für mich zu probieren. Ich esse den Keks. Schnell. Und wenn ihr es mehr funky wollt, gibt's auch mehr Sorten. Hier von Abby. Daran merke ich, dass ich einfach zu alt bin. Die kenne ich überhaupt nicht. Vanille und Hafer. Dann Elmo, der ist ja eher bekannt in Amerika. Mit Kakao und Dinkel. Grobi mit Kokos und Dinkel. Und Keksi mit einem Like. Lasst gerne eins da, denn damit unterstützt ihr mich. Danke. Also die Schoko-Chunks da drin zerkauen weich und geben also keinen Crunch. Oh, das wäre nochmal spannender gewesen. Denn so sind die Kekse leider ein bisschen trocken, finde ich. Da habe ich einfach vom Krümelmonster viel mehr erwartet. Aber Kinder sollen ja auch nicht so viel Süßes essen. Also, liebe Eltern, wenn ihr auf augenscheinlich qualitativ gute Bio-Zutaten und weniger Zucker in den Süßigkeiten Wert legt, dann sind die hier sicherlich was für eure Kids. Da die dann so klein sind, sind die natürlich dann auch schnell weg. No. Lösen jetzt aber bei mir nicht unbedingt den Drang aus, Unmengen davon essen zu wollen. Aber sag mal, Krümelmonster, sollte man Kekse überhaupt einfach so ohne Ende essen? Kekse isst man nur ab und zu. Richtig, Krümelmonster. Ja, aber weißt du was? Was? Genau jetzt. Isst was? Ab und zu Kekse.